Dieses Holzstück soll einmal Teil eines Schlittens werden, genauer gesagt eine Kufe. Davon ist allerdings noch nichts zu sehen. Erster Schritt, das große Holzstück wird in mehrere Stücke zersägt. Die langen Holzlatten lassen es schon erahnen. Florian, Johannes und Dominik bauen keine normalen Schlitten, sondern einen Schalenker. Früher die Alte, die haben halt auf den Bergen aufmüssen und dann irgendwie ihr Zeug reinbringen. Das war halt Holz und Heu. Und das haben sie dann auf die Schalenker geladen und sind dann mit denen runter ins Tal. War auch relativ riskant, sage ich einmal. Ja, man war immer froh, wenn man das Holz und alles sicher ins Tal gebracht hat. Die Latten sind zwar zugeschnitten, doch so kann man sie noch nicht zu einer Kufe verarbeiten. Als erstes brauchen sie die richtige Dicke. Außerdem müssen die Holzlatten gerade sein, damit sie später genau aufeinander passen. Für diese Arbeitsschritte führen Florian und Dominik die Latten durch verschiedene Maschinen. Vor 10 Jahren habe ich mir halt mal gedacht, das wäre mal selber schwer, so einen Schlitten zu bauen. Naja, das hat sich jetzt bis jetzt hingezogen. Aber jetzt hat mich mal der Ehrgeiz gepackt. Florian ist Schreinermeister und arbeitet in der Familienschreinerei. Das nötige Wissen und das handwerkliche Geschick hat er also. Nach Feierabend bleibt er oft noch lange in der Werkstatt und bastelt am Hörnerschlitten. Dominik und Johannes greifen ihm dabei unter die Arme. Auch wenn er einige Arbeitsschritte alleine machen kann, mit mehreren helfenden Händen geht es einfach schneller. In erster Linie habe ich den Schlitten mal gebaut als Sportgerät für mich jetzt auch so, weil ich auch gerne mal am Bergen auflaufe und das halt dann mit einem Freund oder so. Und dann mal runterfahren. Beim Rennen mitgefahren bin ich jetzt noch nie. Aber wenn der Schlitten gut läuft, dann kann es sein, dass ich mitfahre. Und für den Fall, dass Florian mitfährt, braucht der Schlitten gute Kufen. Das ist nun der nächste Schritt. Die einzelnen Holzlatten sollen zu einer robusten Kufe verleimt werden. Also zuerst hat man halt die ganzen Latten vorbereitet, hat sie halt in die Reihe gelegt, dass man sich dann leichter tut beim Leimauftrag, hat die Schablone sich gut zurechtgelegt, dass es dann alles ein bisschen zügig vonstatten geht, weil der Leim, wenn der anzieht, hält die Leimfuge nicht mehr und dann war die ganze Arbeit umsonst. Ja, auf jeden Fall wird halt dann der Leim auftragen. Wenn der Leim drauf ist, werden die Latten zusammengelegt und dann in die Schablone rein und dann eben mit Zwingen zusammengespannt mit der Positivform und der Negativform, dass er dann seine letztendliche Form kriegt. Ein bisschen Erfahrung im Schalenkebauen hat Florian sogar schon, denn das ist bereits der zweite Schlitten. Sein erstes Exemplar ist schon fast fertig. Es fehlen nur noch die Feinarbeiten, wie zum Beispiel das Lackieren. Das übernimmt sein Vater für ihn. Fertig lackiert ist der Schlitten dann bereit für die Piste. Florians Schalenke erfüllt sogar die geforderten Kriterien für das Rennen in Fronten. Ja, also jetzt hat gerade beim Kappeler Schalenkerrennen steht drin, dass er auf jeden Fall keine Lenkhilfen hauen darf. Sprich halt so Bremshaken. Ja, der wird die Kriterien erfüllen fürs Kappeler Schalenkerrennen. Es gibt noch andere Hörnerschlittenrennen, heißt ihr dann. Und die haben da wesentlich strengeres Reglement. Also da wird er nicht durchkommen. Und so sieht ein Schalenke im Einsatz aus. Am 1. März, also am Faschingssamstag, findet heuer das Schalenkerrennen in Fronten statt, wenn es mit dem Schnee passt. Und vielleicht sehen wir auch Florian auf seinem Hörnerschlitten die Strecke hinunterrasen.